Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier bei Stardew Valley mit Das Flip. Heute gehen wir nicht in die Minen oder beschenken Leute, sondern wir schaffen sogar beides an einem Tag. Yeah. Und streicheln, Fernsehen gucken. Morgen wird es mal wieder sonnig zur Abwechslung. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Und sonst gibt es hier gar nichts zu sehen. Na schön, dann wollen wir mal sehen, ob wir wieder was ernten können. Oh, und wie wir das können. Es gibt Blümchen. Jeder mag Blümchen. Hilfe! Bitte erschlag mich nicht, Blitz. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Und der Blitz so, halt die Klappe, du bist alt. Nicht so. Ich weiß doch selber, erinnere mich nicht dran. Das sind die Sonnenblumen, ne? Die brauchen noch ein bisschen. Genau wie dieses dämliche Ding hier. Ich glaube, lang dauert es nicht mehr. Nun gut, packen wir auch dieses Zeug wieder in die Truhe. Ich verkaufe nicht so viel davon, wie ich vielleicht sollte. Puh, ganz schön voll das hier schon. Ich glaube, ich sollte Blumen in eine separate Kiste packen. Was haltet ihr davon? Ich denke, das würde halbwegs Sinn ergeben. Dann hätte ich hier nämlich auch wieder Platz für anderes Zeug. Wie das hier. Für eine weitere Kiste brauchen wir eigentlich nicht viel. Das ist vor allem... Na, guck mal, hier hätten wir halt auch noch jede Menge, ne? Warum ist das hier drin? Wahrscheinlich hat es im anderen Ding da keinen Platz mehr gehabt. Egal. Ich wollte einfach Holz rausnehmen, denn das brauchen wir für mehr Kisten. Holz, 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 Holz. Haben wir jede Menge. Kiste, 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 Kiste. Weg damit. Welche Farbe geben wir der? Rot? Rot ist für Blumen doch ganz passend, oder? Bei Rot denke ich an Rosen, denke ich an Blumen. Ja, kommt hin. Halt, eine hatte ich noch. Kiste wieder auf. Der Hopfen kann dann noch hier rein. In der Küche werden wir später einen Kühlschrank haben, wo wir auch Essen schön aufbewahren können. Aber noch haben wir das nicht, das ist ganz schön teuer. Nun denn. Wie sieht's mit Geschenken aus? Wir brauchen für Shane noch eine Chili. Für Demetrius könnten wir was mitnehmen. Für Emily haben wir so gar nichts gerade. Oh, da fällt mir ein. Ich habe mir neulich tatsächlich mal zusammengeschrieben. Welche Geschenke ich am besten den einzelnen Dorfbewohnern machen sollte. Da habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und das recherchiert, was wollen die Leute und was habe ich tatsächlich. Und wo das zusammengeht, habe ich mir aufgeschrieben, was ich den Leuten schenken sollte. Das hatte ich mir schon lange vorgenommen und ich habe es endlich gemacht. Jetzt lasst mich mal nachschauen, ob ich das auch wiederfinde. Stardew Valley, bla bla bla, presents.txt. Bingo. Und hier demzufolge ist für Emily Narzisse, Quarz oder Topaz gut. Ansonsten könnte ich ihr aber so ein Ding wahrscheinlich auch schenken. Eine Narzisse. Habe ich nur noch eine, ne? Narzisse, Quarz oder Topaz. Topaz habe ich, glaube ich, nicht. Dann schenken wir ihr diese Narzisse. Und ich nehme eine Chili mit für den Shane. Eine goldene, weil man gönnt mir ja sonst nichts. Und ansonsten können wir zum Beispiel noch... Lea können wir wieder im Pub treffen. Jody mag auch eine Edelwickel, ganz bestimmt. Habe ich doch gerade hier gehabt, ne? Nee, gar keine. Was mochte Jody? Jody. Ich muss mir angewöhnen, jetzt immer hier drauf zu gucken. Die mag keine Gewürzbeeren. Die mag sie gar nicht, habe ich aufgeschrieben. Früchte mag sie und Quarz, das heißt, die ist irgendwie so ein bisschen schwierig, aber ich vermute mal, die hat auch für eine Edelsäcke was übrig. Gut, und das muss dann für heute reichen.
Ich möchte schließlich noch produktiv sein in den Minen. Dann schauen wir mal. Wir haben Freitag. Der Shane ist bestimmt auf Arbeit im Chocha-Markt. Jody sollten wir in diesem Haus hier finden. Das aber erst um 9 aufgeht. Oh, 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 da sehe ich jemanden. Shane ist erst auf dem Weg zur Arbeit. Shane! Mach langsam. Lass dich einholen. Lass dich lieben. Dieses Wetter macht mich durstig. Das macht dich auch durstig. Bestimmt ist nämlich scharf. Yay, er freut sich. Das ist schön. Wir wollen zu Jody und wir wollen zu den beiden hier. Es ist 8.30 Uhr. Das heißt, es dauert auch echt nicht mehr lange jetzt. 8.40 Uhr. Die Zeit warte ich jetzt noch kurz ab. Weil 10 Minuten vergehen in diesem Spiel hier ultra schnell. Und so lange will ich noch in den Mülltonnen, weil ich es kann. 8.50 Uhr. Hopp, hopp. Yeah. Da ist unser Kleiner. Jetzt wünschte ich, ich hätte für den Weintrauben dabei. Wie sie auf ihrem Schemel immer steht. Danke, das versüßt mir meinen Tag. Okay. Das war also auch ein Geschenk, das mindestens okay war. So, Emily, du solltest im nächsten Haus östlich von hier sein, nämlich hier. Denn da wohnst du doch mit der, wie heißt sie? Ich hab's vergessen. Emily? Die ist voll nicht hier. Was soll das denn? Die ist da oben, aber da darf ich rein. Ja, cool, haha, weil ich mit ihr schon so gut befreundet bin. Yay! In der Calico-Wüste regnet es nie. Dort wohnt meine Freundin Sandy. Ja, die werde ich irgendwann auch noch besuchen können. Ich wünschte, ich könnte sie heute besuchen. Danke dir. Ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Blauer Stoff. Ein paar Stücke sind ausgeschnitten mit gestickten Mustern entlang der Franse. Klingt cool, I guess. Ach, guck mal. Und hier ist ihr Freund, den sie... Oh, ihr Freund, den sie gesund gepflegt hat. Das haben wir ja in so einem Clip gesehen. Emilys Computer. Er ist passwortgeschützt, also kannst du dich nicht darauf umsehen. Emily? Du bist cool. Du passt auf deine IT-Security auf. Solche Leute sind mir sympathisch. Ich muss Emily heiraten. Ich sehe es kommen. Aber der arme Shane. Am Ende wird er eifersüchtig. Ist ja noch ein bisschen hin. Wir sind unsere Geschenke losgeworden. Es ist höchste Zeit, in die Minen zu gehen. Es ist schon fast 11. Gute Güte. Die Zeit vergeht. Aber wir haben Geschenke verteilt, das ist auch wichtig. Ihr wisst ja, wie das ist. Böhme! Böhme! Nur Leben. Hilfe. Das war gerade ein ziemlich verglitschter Blitzsound. Wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Quack. Ribbit. Oh, Gewürzbeere. Lasst sie uns nicht Jody schenken. Und hinab, aber schnell. Es ist schon fast Mittag. Gute Güte. Ich habe mir jetzt Zeit gelassen. Nehmen wir mal wieder ordentlich Stein mit. Irgendwann brauchen wir den auch. Spätestens vermutlich, wenn wir Gebäude bauen. Zerlegt. Wie sich das gehört. Oh, na dann. Das ist gut gelaufen, aber den Kupfer hier will ich nicht auslassen. Da ist nur... Oh, das sind schöne Sachen. Dammit. Das wollte ich gerade eigentlich vermeiden. Kommst du her? Drecksvieh. Geht doch. Schon wieder eine Treppe. Gut, dann muss ich weniger laufen. Auch gut. Hinab.
Schmäh. Ein Hoch auf die Reichweite von dem Schwert. Zerlegt. Ich räume auf. Bester Kammerjäger ever, sag ich euch. Und zerlegt. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Dabei hat sich das eigentlich immer ziemlich gelohnt, so ein bisschen umzugraben hier. Muss aber auch nicht immer sein. Also ein bisschen Kupfer gedroppt. Nehmen wir auch mit. Oh yeah. Alter, dieses neue Schwert macht Spaß. Das sag ich euch. Hier habe ich mit der Leiter ein bisschen weniger Glück. Wir haben aber erst 15.20 Uhr und wir haben ganz schön Zeit gut gemacht, indem wir durch die letzten Stockwerke so schnell gekommen sind. Alles gut. Okay, ich habe echt Dusel. Gucken wir mal, ob es hier nicht vielleicht noch was zu holen gibt, das sich lohnt. Ah, da sehe ich eine Lorenlein. Ich wusste, dass das so einer ist, weil er auf den Schienen war. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier vielleicht wieder so eine Lore mit ganz viel Kohle drin finden. Ich sag ja, wie im echten Leben, viel Kohle schadet nie. Jawoll! Oh, und eine Menge Quarz auch noch. Das ist ja ganz fein. Da freue ich mir. Gut, dass ich mich hier nochmal umgeschaut habe. Gif! Also, 6 Stück. Jawohl. Lohnt sich das? Hallo, kleiner Schleimer. Ich bin auch ein Schleimer. Wollen wir Freunde sein? Zumindest sagen meine Zuschauer immer, ich wäre ein Schleimer. Die haben bestimmt recht. So, jetzt aber die Treppe runter. Die können mich mal. Die lassen wir jetzt mal links liegen. Ja, ja, komm du durch angeschwört. Ist mir gerade vollkommen egal. Ha! 29. Läuft gut. Im nächsten Stockwerk haben wir schon wieder einen Aufzug. Und wir bekommen wieder mehr Quarz. Das ist schick. Zweimal. Holla. Das ist wirklich cool. Hm, nice. Da sehe ich aber noch Kupfer, das will ich noch mitnehmen. Ist ja gut zu wissen, dass wir schon den Ausgang haben. Oh, und das da rechts unten sieht auch lohnenswert aus. Kisten und Fässern bekommt man manchmal wirklich gute Sachen. Oh, ein gutes Geschenk wieder für die Emily. Sehr schön. Ernsthaft? Lästige Drecksviecher. Hinfort damit. Und auf in Level 30. Sehr schön, wir haben auch schon 19 Uhr. Trifft sich gut. Sehen wir zu, dass wir wieder davon kommen. Jawohl, ja. Läuft heute, oder? Diese zwei Regentage, finde ich, haben wir wirklich gut genutzt. Sind wir schon wieder 10 Level weiter. Und wir haben eine Menge Kupfer. Da ist wieder eine Edelwicke, die nehmen wir mit. Ich habe ganz schön Leben verloren da unten, aber das ist alles noch im Rahmen, denke ich.
Und zurück auf den Hof. Jetzt erstmal aufräumen. Was hat's hiermit eigentlich auf sich? Weißalge. Okay, das ist kein Delikt oder so. Den Topaz behalte ich mal bei mir. Den werde ich dann morgen gleich verschenken. Blumen haben wir nun wirklich keine dabei. Das kann hier rein. Das auch alles. Du auch. Und das hier und das hier und... Die behalten wir einfach mal alle, weil früher oder später können wir die alle mal verschenken. Von dem behalten wir einen. Die packen wir weg, das packen wir weg. Die Geode packen wir, wie alle Geoden, hier rein. Den Topaz wollte ich bei mir behalten und die Rüben können bestimmt hier rein. 24 Stück habe ich davon schon. Nicht übel, nicht übel. Wir haben auch schon 22 Leben eingesammelt. Auch nicht schlecht. Ein bisschen was würde ich gerne verkaufen, damit wir so ein bisschen Ertrag bekommen auf den nächsten Tag. Ja, da können wir alle mal ein paar davon weghauen. Und hier gehen auch ein paar weg, das ist kein Stress. Wobei, nee, die mögen Shane und Louis, die sollte ich tatsächlich überhaupt nicht verkaufen. Weil die einfach als Geschenk so verdammt praktisch sind. Wenn die bei zwei Charakteren in der Das-Lieben-Sie-Liste stehen, dann sollte man die bei sich behalten. Dann soll uns das an Ertrag genügen, auch wenn es nicht viel ist. Was soll's. So, ab in die Haier. Genug Regen, schön Wetter her. Na hey, immerhin. Produktiver Tag war produktiv. Kann man so lassen, oder? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und...